Der ist noch durchsichtig. Der ist gut. Der ist durchsichtig. Der ist gut. Der ist durchsichtig. Fängt jetzt schon. Wilke, der ist gut. Guck, da, der ist durchsichtig. Du hast gleich eine Durchsicht. Ich glaube, ich spinne echt. Ich habe da so ein paar alte Bilder von dir gefunden, Udo. Hier, als du noch eine halbe Frisur hattest. Ja, ne? Du warst Torwart, ne? Ja, schnittig, ne? Du warst ein richtiger Torwart, ne? Ja. Wie nannte man dich? Die Katze. Pass auf, der Bilderrahmen. Was ist denn da? Du gehst mit den Ellbogen drauf. Du hattest doch bestimmt eine Flatrate beim Physiotherapeuten. Wieso das denn? Weil du so oft hinter dich greifen musstest. Ey, wir sind Mit Gegentore gekriegt hast. aufgestiegen mit der Mannschaft. Wie alt warst du auf dem Foto? Oh, das ist jetzt, ja, da war ich gleich 27. Wie nannte man die Frisur, Udo? Sturm. Aber nicht so lang, bitte. Sonst komme ich morgen früh nicht hoch. Eben noch eine Konditionsübung. Nützt nichts. Die kannst du ja bis nach oben unter der Achse ziehen. Oh, nochmal zu klein. Geil. Nee, warte, okay. Geil. Sag ich geil. Ich habe dein Torwarttrikot ein bisschen bearbeitet. Ich muss aber dazu sagen, ich habe das gebügelt, ne? Und habe dann aus Versehen das Derby-Star-Zeichen mit weggebügelt. Bin ich ganz ehrlich. Aber das passiert uns. Wir sind halt Idioten. Was soll das denn heißen? Ja, weil du so einen dicken Mettbauch hast. Mit dem Eis. Ja. Das finde ich nicht lustig, ey. Ich muss selber schmunzeln, aber das ist scheiße. Ich habe wirklich aus Versehen das Derby da weggebügelt, weil ich ein Idiot bin. Sowas passiert aber halt mal. Dafür hat er jetzt ein Eislogo. Und Udo hat tatsächlich seine Fußballschuhe vergessen. Die hast du wirklich vergessen. Ja. Und bietet sich natürlich an, dass du andere Schuhe anziehst. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Nee. Wenn du deine Schuhe vergisst, ja. Geh mit den Dingern zum Tor. Nein, gar nicht. Zum Tor hast du die jetzt mal an. Wilke, die sind hauteng geschnitten. Udo, Fabian kennst du, Spieler von den ersten Herren, weil ich ja filmen muss und nicht schießen kann, macht Fabian heute mit dem Torwarttraining. Eine Platzrunde. Udo, bisschen schneller! Warum? Das war nicht eine Runde. Wilke, du musst das nicht übertreiben. Udo! Wo kein Schnee liegt, kann gerannt werden. Udo, du sollst eine ganze Platzrunde laufen. Kann nicht mehr. So, und jetzt? Nee. Doch, das ist Torwarttraining. Worauf habe ich mich eingelassen? Es hieß nur ein paar Bälle und so. Und jetzt kommt er mit dem ganzen Programm. So, ich bin fertig. Kommst du dir auch so doof vor? Ja, bin ich doof. Mit den Wie fühlst du dich? Geht noch, aber nicht mehr lange. Du weißt, dass der Ball dahin geschossen wird und springst in die andere Richtung. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Du springst in die andere Richtung. Blatt. Was? Das war doch erst der Anfang. Was? Bitte. Udo, es geht noch weiter. Nee. Doch. Lass mir eine Stunde Pause machen. Fabian hat jetzt seine Füße auf deinen Stiefeln und wirft den Ball abwechselnd nach links und rechts. Du musst ihn fangen, dann mit dem Körper hoch und den Ball zurückwerfen, okay? Wo fangen wir an? Ja, links. Und nee, Schluss! Was soll ich da noch zu sagen? Hast du mit so viel Ausdauer gerechnet? Ja, also. Udo, wir sind jetzt ungelogen 7 Minuten hier. Ja. Ich kann nicht mehr. Ja, fit? Kaputt ist nichts, glaube ich.
Ja, dann zieh den Handschuh mal wieder an, hör auf hier zu simulieren. Kam ich nicht hin. Du hast es nicht mal ansatzweise versucht, da hinzukommen. Nö. Das sehe ich. Das sehe ich als guter Torwart, dass der rübergeht. War mir auch nicht mal anstrengend. Boah, Udo! Hast gesehen, wie schnell ich war? Die Katze. Ja, so, jetzt ist gut gewesen. Ha, das war. Aha. Danke, Derbystar. Du hast mit so viel Material, das heißt quasi Bälle, Handschuhe, Trikots und vom Feinsten ausgestattet. Jetzt brauchen wir nur noch einen Sponsor für deine Schuhe, ne? Ja, ich habe keine Fußballschuhe. Udo, du machst den ganzen Boden hier schmutzig. Ja, du bist auch schon länger gekommen, oder was? Ich krieg Ärger, krieg ich. Du sollst doch kein heißes Wasser nehmen. Es werden alle heißer. Nein! Guck mal, was, ich will dir mal was zeigen. Wie lange bist du hier Platzwart? Wie lange? 5 Jahre. So, guck mal hier. Was ist da drauf? Rot. Wofür steht rot? Für Ketchup? Nee, für warm. Und? Was ist da drauf? Halt. Mach die Scheiße nicht. Ich mach einfach hier. So, die sind hart wie ein Dauer. Nein. Ja! Die sind sauber. Die sind nicht sauber. Ich danke dir dafür, wenn du Einweihung hast, komm ich mit Gummistiefel. Und da gehe ich vorher durch den Mist auf. Ja, guck mal, das mache ich.